Aua! Ich krieg mir die Sachen von oben ins Gesicht. Ich bin oben. Bin hier so? Ah! Dumi, rechtsklicken. Mach doch rechtsklicken. Ah! Auf das Ding in der Mitte. Ja, ihr holt ja immer mehr von diesem Scheiß. Nein, machen wir gar nicht. Nein, überhaupt das ist, nicht. Das ist automatisch. Ich bin tot. Gut gemacht. Das ist automatisch, das hat nichts mit uns. Hier ist kein Checkpoint, dummerweise. Nein, überhaupt nicht. Jedes Mal, wenn wir. Ups. Da ist die Kiste. Ja, ist überhaupt nicht automatisch. Überhalb der Dings gibt's auch nochmal ganz, ganz viel. Ja, aber hier kommt man nicht hoch so einfach ohne Zauberer, glaube ich. Ach doch, Felix, kannst du rechts oben in so einen Antigravitationspfeil? Gravitationsdings. Rechts oben, Antigravitationspfeil, Felix. Ja. Oh Gott, ey. Nicht den Explosionsfall. Ja, ich muss jedes Mal dieses doofe Ding da machen. Ja, so, kann ich zumindest den Lumi wiederholen und dann können wir hier die Sachen in der Mitte holen. Ja, mich vor allen Dingen mal holen. Lumi? So verwirrt? Ja. Nach links? Hier? Ich dachte, er hätte gesagt, ihn holen, aber. Nee, aber wir müssen. Ja, Felix muss auch geholt werden, ja. Ja, spring du nach unten. Ich glaube, guck mal, wenn ich das hier mache, dann geht's da rechts hoch. Guck mal. Kannst du einfach dieses. Perfekt. Ich bin da mal weg. Wir haben in der Mitte noch Sachen zum Holen. Felix. Du musst, glaube ich, ein Türmchen bauen und dann das nach oben drehen, das Türmchen. Du könntest ein Gravitationsfeld auf das Ding hier machen, dann dreht sich das, glaube ich, nicht so krass. Das kann natürlich sein, ja. Dann könnte ich. Du musst erstmal das Ding richtig drehen. Müssen wir alle auf eine Plattform, glaube ich. Nee, es reicht doch, wenn du den Gravitationsfeld hier oben machst. Müssen trotzdem alle auf eine Plattform. Kann ich hier, lang doch, wenn ich das Türmchen bauen, dann müsst ihr nicht hochkommen. Oh, toll. Moment. Kommst du noch, Manni? Jo, es geht sogar. Nice. Jetzt kann sich der Zauberer allein. Wir brauchen aber mehr Sachen, glaube ich. Mehr Türmchen in der Mitte. Das ist irgendwie nicht ganz so, wie ich das vorhatte, aber. Ja, doch, läuft doch. Nur noch die Ruhe kriegen. Warte! Ach, warum schiebt ihr das weg? Ich versuche hier wirklich eine Sprungplattform zu sein. Ach. Haben doch alles jetzt, oder? Ja, wir haben alles. Ach, nice. Das ganz große. Ups! Ich bin runtergefallen. Ja, pass auf deinen Kopf auf. Oh, lässt du die Plattform hier wieder rumfliegen. Richtig. Ohne meine Plattform wären wir gar nicht hochgekommen. Ja, Ruhe. Ja. Ruhe für billige Plätze. Nein! Runtergefallen. Wir brauchen das. Wir müssen hier ganz nach oben, die Lumi muss endlich das Rad wieder richtig reinstellen. Warum sind wir jetzt die andere Plattform nach oben? Entscheiden Sie sich! Das geht natürlich nicht! Voll. Schnell bleibt dein Gravitationsfeld nochmal ändern. Ja. Hui! Tschüssi! Dreh uns bitte nach oben, Lumi. Du drehst immer eine von beiden Plattformen, denn du drehst nicht das Rad in der Mitte. Ich weiß, das ist mir durchaus bewusst, das ändert sich nicht dran, dass ich komme da trotzdem, so also ich komme da nicht hoch gerade. Ich komme da nicht hoch. Oh, egal, ich mache das anders so, ich war ja schon da oben. Ich cheate ein bisschen. Ich hätte dich schon geholt. Das ist lieb von dir. Ah! Halt, stopp! Umholen? Gut, nein, doch nicht. Ich heile euch, glaube ich, eigentlich gerade die ganze Zeit. Oder auch nicht, oder doch? Oder? So ja, hallo, Lumi, das war keine gute Idee. Ich verpiss mich. Ich wollte eigentlich ein Ding zu machen. Lelelele. Kann ich das blocken? Da oben ist ein Kiste. Ich kann die Dinger verblocken. Kannst du da einen Gravitationspfeil hinschalten? Hier so? Lumi, du könntest aber was auf die Dinger drauflegen, dann könnte man da drauf laufen. Oh Gott, kann ich nicht alle blocken. Na, die rollen doch. Na, zwei konnte ich blocken, nur die dritte war zu viel. Du könntest das Gravitationsfeld auch auf das Ding hier in der Mitte machen, dann geht das vielleicht nicht runter. So. Und jetzt mach das Gravitationsfeld in die Mitte, schnell, solange das Ding geblockt ist. Ja, welches Ding denn? Felix, in die Mitte! Lumi, wie wär's, wenn du einfach noch was auf die Kugeln hier drauf pappst, dann können wir drüber laufen. Okay, jetzt fliegt's an eine komische Stelle. Ja, jetzt fliegt alles durch und dann sehe ich auch nichts mehr, weil die Kamera gerade drüber ist. Ich bin eh tot. Ich bin oben. Ich hol mir Lumi, das hier mal. Lumi, geh mal kurz ein Stück nach links. So. Die Schwester verloren. Nein, die spricht herein. Geh mal kurz ein Stück nach links und geht nach rechts. Die Königin sein. Ich bin hier auf dem Weg. Ach, Lumi. Bitte schön, meine Lieben. Meine heißgeliebten Mitspieler, was würdet ihr nur ohne mich tun? Spring auf mich, Lumi, komm, besteig mich. Ja, ich glaube, du brauchst noch was auf mir drauf. Du brauchst noch ein Spielzeug, um mich zu besteigen. Oder du machst es komplett ohne mich. Ist die andere Option. Also, der ging viel zu weit.
Scheiße, der ging auch viel zu weit. Scheiße, der ging. Ups. Ja, ich bin auch voll dabei noch. Jetzt irgendwie. Hui. Was passiert jetzt mit dem Gift, was da nicht runterkommt? Okay, da kommt kein Gift runter. Langsamer runter wahrscheinlich. Ich habe irgendwas umgelegt, ich weiß nicht, was es bringt. Ha. Huh. Okay, das ist ein komisch. Ich glaube, wir können da rüberspringen, Felix. Hier kommt wieder Giftmonster. Ich halte hier mal hier oben fest. Du kannst einfach rüberkommen und das Ding runterfallen lassen. Ja. Schönes Ding. Eins nach dem anderen, nicht gleichzeitig. So schön jetzt. Ja, Lumi, lauf, lauf. Verarsch mich nicht. Da ist was, Ole. Da ist noch was, 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 da ist noch was. Wir sterben hier. Okay, ich werde nicht sterben. Du hättest ja mal auf mich draufsteigen können, anstatt dann irgendwas rumzuzaubern. Draufsteigen. Sorry. Hui. Wir brauchen halt den Antigravitationsfall an vielen Stellen, das finde ich. Ja, vielleicht kommst du so. Kannst du bloß nicht mehr ohne den auskommen. Nee, das wäre halt viel einfacher an vielen Stellen. Hier ist immer noch Zeug, ne? Ja, das ist ganz schön, aber ich hänge hier Oblos gerade ab, also. Ich versuche gerade irgendwie. Ah! Ach, Felix, wir bräuchten dich halt als Teamspieler und nicht als Anti-Teamspieler. Ah! Gestorben. Ja, ich stehe eh noch am Checkpoint. Hier, an bei dem Ding, was immer runtergeht, da braucht man einen Gravitationsfall dran, damit es nicht runtergeht. Hm, was? Bei dem, rechts von uns, bei dem, was die Lumi gerade runterdrückt die ganze Zeit, was übelster Quatsch ist, da bräuchte man was dran. Warum geht das nicht kaputt? Nein, nicht da. Hier bräuchte man was dran, an dem Schleim, damit der langsam mal runtergeht. Oder man läuft einfach hoch, das ist auch okay. Das war meine Idee. Ich glaube, sonst ist hier oben nichts. Aber jetzt kommen wir hier unten halt nicht hin. Ja doch. Bumm. Bin unten. Ups, bin tot. Toll. Felix, kannst du mal hier, da wo die Kiste jetzt gerade kaputt geht, da ein Gravitationsding hinmachen? Kann ich. Am rechten Schleimausgang. Einfach dagegen schießen. Schangedön. Jetzt müsste das doch deutlich, deutlich langsamer da gar nicht mehr gehen. Könnte man einfach hier. Das geht gar nicht mehr, glaube ich. So. Ja, schön in den Weg. Schön in den Weg. Ja, danke, Lumi! Bin ich schon wieder gestorben. Ich hab das Ding an den Kopf gekriegt. Super! Wir hätten einfach da hochspringen können, weißt du? Lumi, erstmal eine Planke in den Weg. Ach Gott, danke schön, Cash Caro, für den Resub. Für 2 Monate. Erstmal eine Planke in den Weg. Ja, einfach hochspringen ist zu einfach. Ups. Ups. Ich kann ja rüberschwingen. Mich. Hier ist aber noch was zum Einsammeln. Ich hab das oben. Perfekt, lass uns jetzt mal hier so blank im Weg, aber hier müssen wir potenziell hin, glaube ich. Jetzt hätte noch was über uns ist. Jetzt hätte die Lumi fast einen Benny schon wieder getötet. Alles gut. Das ist Trine 2 und wie es mir geht, ich bin hundemüde. Ich mache jetzt nur noch dieses Level fertig, bis wir mal irgendwann. Noch das Level, das sagt schon sein 2 Leveln. Nee, es gab kein Level. Nein, bis wieder Text kommt. Au! Okay. Ah, das ist das Level, das ist voll cool. Hui. Cool, ich kann nach oben. Juhu, ich bin ganz oben. Jetzt bin ich ganz unten, dank euch. Ja, weil wir weitergegangen sind. War da noch was zum Einsammeln oder was? Lebt. Ja, bestimmt. Können wir das hier nach unten drücken, wo wir draufstehen? Alles klar, Cashcow. Wow. Ich melde mich die Tage ganz sicher nochmal bei dir. Lumi, können wir das nach unten drücken, wo wir hier stehen? Schön, dass ihr helft. Kann man das nach unten drücken? Sei egal. Wir kriegen hier gerade voll aufs Fressbrett. Knüppel die Knüppel, 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 Feuerschwert ins Gesicht. Das ist ganz entspannt. Ganz entspannt. Lumi könnte auch mal ein paar Kobold rumfliegen lassen. Nö. Hab ich gemacht. Hast du gemacht? Ja. Na, dann hab ich nichts gesagt. Jetzt gemacht. Aber trotzdem habe ich. Hier unten war noch was. Hier unten drunter zum Einsammeln, glaube ich. Als würde etwas klemmen oder als wäre etwas kaputt. Hier, komm mal. Irgendwie müssen wir hier noch hinkommen. Ja, aber jetzt nicht. Wir müssen wahrscheinlich erst diese Druckkleidung umlegen. Nee, ich denke, dass das hier, wo ich jetzt draufstehe, nach unten machen kann irgendwie. Vielleicht einfach mit Gewicht. Einfach mit Sachen draufstellen. Oh. Lumi, stell da Sache drauf.
Oder auch nicht. Doch, ja. Die muss bloß die großen Kisten nehmen. Dann geht das. Mit den kleinen Dingern wird das halt nicht. Dann sind aus dem Wasser raus. Stell sie mal als Turm drauf und nicht verteilt. Aber nee, das. Noch? Noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Ich bin fast durch, jetzt bin ich durch. Hab alles. Oh, warte, jetzt kann ich. Sag mir mal, was kann denn Metallmagnetismus? The wizard is further developing his masterful conjuration. Schau das einfach auf Deutsch stellen. Magnetize conjured objects, which then can attach to metal items. Du kannst an Metallsachen deine Kisten und alles dran pappen. Hab ich noch nichts von gemerkt. Hast noch keine Metallsachen gefunden, bewusst, glaube ich. Oh, das ist natürlich super, der haben wir jetzt da drin. Nicht? Ach, warte mal. Ups. Oh, wie schnell da. Ich kann hier um die Ecke schießen, du musst mit deinem Explosionsding da dran schießen, glaube ich. Ach, an die Metallpieken kann ich jetzt auch machen und nicht nur an Holz. Achtung, was kommt? Sowas hier. Ja, oder das. Wir müssen trotzdem noch hier hoch. Oh, Moment. Das geht natürlich. Oh, ich bin falsch gesprungen. Ich glaube, das geht. Nee, es geht nicht. Wir brauchen einen Turm. Wir brauchen einen Turm. Turm. Keine Planke, ein Turm. Ich bin Turm Nummer 1. Es gibt keinen Turm in den Dingern, weil die nämlich dann schweben. Und die immer noch ist egal. So geht's auch. Perfekt. Bin oben. So, was ist denn jetzt hier? Hier ist wieder Zaubererrätsel. Zaubererarbeit. Eine Aufgabe für den Zauberer aus. Ja. Eine Aufgabe für den Zauberer. Go, go. Lumi, dein Job. Vor allem muss jetzt erstmal nach oben kommen mit ihm, mit ihrem selbstgebauten. Was macht sie denn da? Das ging doch voll einfach. Ja, das ist ja einfacher, weil ich gelenkt habe, während ihr geflogen seid. Was? Gelenkt? Meinst du, es bloß dahin geklitten? Tu es mal ein Stück nach links, dann jetzt kannst du das. Lass mich machen, Klappe. So. So, jetzt hier Zaubererarbeit. Das ist ja furchtbar. Aber in den Dingern ist doch auch immer so ein einsamer Teil, oder? Bin ich blöd? Ja. Du hast gefragt, Benny. Na toll. Vielleicht haben wir die ja kaputt machen sollen. Hier, was, wo muss was hin? Ey, das musst du immer Rätsel raten. Ist auch immer, okay. Ich vermute mal, du musst die alle verbinden, oder? Kann das sein? Ich vermute mal, das hier muss irgendwie da drüben rein, ne? Und dann muss der Pfropfen da irgendwo drauf, dass es nicht entweichen kann. Sie müssen erst die Nippel durch die Lasche ziehen. Also halt mal gucken, und wie wir mit der kleinen Kurbel ganz nach oben drehen. Da scheint darauf ein Pfeil und dann drücken sie da drauf. Ich glaube, die hat sie schon verstanden. Also sie hat es übersetzungstechnisch verstanden. Ob sie das jetzt spielmechanisch komplett durchdrungen hat, bin ich mir nicht ganz sicher. Vielleicht eher so. Aua! Ey, bewirk mich nicht mit irgendeinem Scheiß, ja? Das nicht überlebt hab, wird jeder wohl verstehen. Jetzt stehe ich hoch vom Himmelstor, kann keinen Menschen sehen. Na? Na, Lumi? Na? Also ich sag bloß na, ich weiß es auch nie. Das ist schon nicht ganz so easy. Na? Das erinnert mich aber, Benny, irgendwie an Crazy Machines. Er hat doch ein bisschen was davon. Ich hab mir vor kurzem mal Crazy Machines 3 geholt, aber das ist nicht so geil wie das Crazy Machines. Was mir damals hat. Irgendwie das Gefühl, da fehlen Teile. Nee, das muss funktionieren. Aber du kannst das Ding links auch irgendwie drehen und sowas, ne? Das ist dir bewusst. Ach, oder, das Ding habe ich noch nicht gemacht. Und da gibt's auch noch eins, oder? Ich glaube, das ganze oben kannst du, oder? Nee, kann man nicht. Das macht's natürlich deutlich einfacher. Oh, ach so? Oh. Irgendwie schon. Du hast die Lösung schon fast, denke ich. Ja, eben, also du hättest. Ja. Und jetzt? Ja, jetzt hast du ein Problem, weil die Sachen unten. Na, okay. Baut halt alles nochmal auseinander, ist auch okay. Blups. Nee. Halt, stopp! Nö, es müsste passen. Nein. Doch? Nein, der hat den Propfen vergessen. Der hat den Propfen vergessen. Achso, ja. Ja, mein also, Gott. Die Lösung war schon richtig, aber ohne Propfen nützt das alles nichts. Blub, blub. Das passt gerade so. Können wir jetzt guck unten irgendwas machen? Das ist ein Stück daneben. Ja, jetzt, da passiert was. Versuchen wir es. Achso, da war ja was kaputt, ne? Haben sie vorhin gesagt. Na dann. Seht ihr das? Das sitzt gar nicht richtig. Ja, passt, wackelt und hat Luft. Ich betätige das mal, ne? Spitzfindigkeit, ne? Spitzfindigkeit. Ich würde ja eher sagen Penibilität. Ha! Jetzt kommen wir da unten durch. Penibilität.
Eventuell, dass wir das voll mit Gewicht gemacht haben, könnte man noch jetzt einfach. Ne, kann man nicht einfach so. Oder ja, meint. Gewicht machen. Zeug. So. Überall Zeug. Zeug. Lumi, was ist denn eigentlich bei dir noch das Level noch? Sobald wieder Text kommt. Sobald wieder ein Ladebildschirm kommt, ein richtiger. Ja, dann bin ich weg. Zeug! Da bräuchte ich vielleicht ein paar mehr kann als einen. Da, kann man da nicht auch wieder von Wand zu Wand hüpfen? Oder mach einfach das. Ja, wir bräuchten ein paar mehr als einen. Stimmt, man kann von Wand zu Wand hüpfen. Das wusste ich gar nicht, dass es einen Wandsprung gibt. Man kann das auch mit Wasser übrigens bei schaffen, also. Trine 3 geht es. Aber ich, nee, ich bei Trine 2 geht es doch nicht. Wenn ich, aber mit Wasser hätte man es besser rüber geschafft, nur so. Okay, warte mal, dann schieben wir. Hätten wir aber auch nicht unten drunter gekonnt, glaube ich, weil da irgendwas geschwommen wäre. Ich bin mal kurz. Hopp. Hopp. Ich bin oben. Perfekt. Der Rest ist mir egal. Ich auch. Oh, wow. Erstmal ein Hammer ins Gesicht hier. Lumi lässt Leute fliegen. Ich wollte ihn da irgendwie so. Hätte sie ins Gift hauen können. Ja, das war mein Plan, aber das ist so geklappt. Weg mit dem Ding. Kannst noch mir geben. Oh, 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 Giftspinne. Oh, die fliegen lassen das natürlich nicht. Gib die mal mir her. Ich will die kaputt hauen. Perfekt. So, und die hau ich auch noch so ein Hammer ins Gesicht. Bam. Guck mal, hier ist noch irgendwas. Ja, ich mach bloß schon mal den Checkpoint. Moment. So, jetzt kann ich hier was aktivieren. Oh, ein Spinnchen, ja. Ich hab hier was aktiviert. Was bringt denn das? Hier läuft jetzt Schleim hoch. Oh, ist, so ist das sinnvoll? Ach nee, ich hab den Schleim von einer Seite auf die andere gebracht. Hm, kann ich wieder zurück machen? Du sagst, ich weiß nicht, ob da, ob's da oben noch was gibt, weil da halt. Mit Sicherheit gibt's da oben noch was, aber Felix ist halt nicht da und der könnte sich da dran hangeln. Ja, ich muss mich erstmal ganz. Ach nee, ich kann mich ja mit Start und zum Checkpoint. Ah, du könntest ein Dingens bauen, groß vielleicht und nicht klein. Was denn, wie denn, wo denn? Turm, du kannst dich an das. Ja, da dran und da oben ist die Frage, ob da irgendwo noch was ist. Das hangelt doch nicht so zum Spaß darum, oder? Da ist nix. Da ist wirklich gar nix. Okay. Auch in der Mitte nicht? Nein! Da geht's noch so hoch. Aber! Na gut. Ja, hau dir das selber um die Uhr. Dann halt nicht. Oh, Mats, es tut mir leid. Was? Was mit Mats? Ich hab jedes Spiel verloren heute. Ach so, das ist schade. Dann mach für heute Schluss und mach morgen wieder weiter. Nein, du musst so lange spielen, bis du im Plus bist wieder. Das kannst nicht aufhören. Ah! Ah! Nimm den! Hätte! Vor allem einer macht so rum und der andere blockt mich. Ja, danke. Das hat irgendeiner das Ding einfach andersrum gekippt und ich bin dadurch gestorben. Nee, das kippt automatisch wieder nach rechts. Es kippt automatisch. Das kippt automatisch nach rechts. Das ist automatisch passiert. Ich habe nichts getan. So. Da komme ich nochmal. Ja, okay, das hört das auf in dem Gift. Komm ich da hoch? Okay. Und hier hoch. Ah, hier Sachen, noch mehr Sachen. Oh wow, hier sind Sachen, die explodieren. Und ein Buch zum Lesen. Liebe Rosie, herzlichen Glückwunsch zum 18. Ich war bei der Ankündigung genauso überrascht Sam, wie du. Sam, das ist nicht nett. Wir sollten reden. Wie man alle Spiele verloren hat, zu sagen, man hat nur 2 von 8 verloren, dann muss man nicht weinen. Hey, ich habe gestern auch von 4 Games, nee, von 5 Games nur 1 verloren. Da unten gibt's noch irgendwas, ich kann da aber nicht ran. Warum? Aua! Ihr bräucht mal vielleicht den Antigravitationsdingens und so, weil ich meine, ich kann da. Ich bin wieder zurück. Aber da ist ja auch noch mehr rechts, oder? Würde ich sagen. Meinst du? Denke ich. Das sieht nicht so aus. Doch, da ist noch mehr. Da ist noch einiges mehr. Sterbhütten normalerweise. Oh ja, tatsächlich. Wir müssen weiter nach rechts schießen, das Ding. Wie langsam das fliegt. Nicht so weit nach oben. Wie nicht so weit? Was? Ich glaube, da wo der linke Ende ist, da musst du hin mit dem Ding. Da wo das linke Ende von der Bubble jetzt ist, da muss das Teil eigentlich hin. Würde ich sagen. So, dass der Schleim noch drin ist, aber dass es halt so ein bisschen kugeliger ist. Nope, das war das gleiche Stelle wieder. Bisschen höher. Ja, tut mir leid. Das ist auch wieder die gleiche Stelle, oder? Felix ist halt drauf, ne?
Wenn du es gewollt hast, dann niemals dreimal die gleiche. Hör doch mal auf, zieh doch ein Stück höher. Der 2 von 8 ist aber weniger als. Felix, trollst du mit Absicht? Ich sag jetzt schon, dass es die gleiche Stelle trifft. Oh, doch nicht ganz. Jetzt, ne? Ja, und jetzt musst du was platzieren. Ja, wir brauchen Lumi tatsächlich hier. Oh, Moment mal, ne, hier kann ich laufen. Ah, interessant. Aber eine Planke wäre trotzdem nicht schlecht. Du kannst zu mir kommen, Felix, komm mal zu mir. Wenn du bis zu mir springen kannst. Ach so, komm, ich kann ja schwingen. Geile Scheiße. Schwing dich zu mir. Ja. Dann musst du kannst da rechts hochspringen und die Sachen reinschieben, glaube ich. Die Steine musst du wegschieben einfach. Sammelbild, schön. Schon wieder, das denke ich mir jedes Mal, wenn ein Sammelbild kommt. Braucht ihr mich zum Zurückkommen, oder? Weiß nicht, was brauchen wir, was ist denn das hier für ein... Ja, da müssen wir doch irgendwas aktivieren. Achso. Weiß nicht, was das macht. Zum Zurückkommen? Okay, ich brauch dich nicht. Felix könnte ich gebrauchen. Oh nee, ich brauch dich doch. Aber hier links ist noch irgendwas, was ich doch kaputt machen kann, sieht das so aus. Wieso brauch ich die Lumi, bitte sehr? Da unten müsstest du noch was dagegen werfen von der anderen Seite wahrscheinlich. Ich frage mich jetzt, also... Du glaubst, du musst die Steine hier benutzen, Lumi. Du musst die Steine als Zauberer bewegen. Ich kann hier das Dings holen, guck mal. Oder das. Das ist die andere Option. Aber dann kannst du noch ein Stück weiter bewegen, damit ich da drauf komme? Ja, ich musste mir die Kamera wohl... So, jetzt kannst du es zurückbewegen. Das ist nur ein bisschen... Achso, das war das ganze... Das war das Rätsels Lösung, wenn der rüberkommt. Das haben wir schon gelöst. Ja, wir sind zu kreativ für das Spiel. Ich glaube, es ist maximal ungünstig, hier das Antigravitationsding zu haben, oder? Oh ne, ist egal. Komm, Lumi. Okay. Ist da gerade dein Hammer auf den Stern da geflogen? Also auf den. Ja, schon wieder das Ding. Ich bekomme dabei langsam wirklich ein ungutes Gefühl. Was? Bei dem Geruch? Bei der Jagd nach lange verlorenen Schätzen in einer Kloake. So, Lumi kommt nach. Toll! Fickt euch doch sonst wo noch, ey! Danke, Felix! Du hast den Lumi getötet, Felix! Du gemeiner Hund! Hier hat mir ja nichts zu tun! Komm, ich hol sie wieder! Ich bin draußen! Wie, der tötet es wirklich auf? Hm? Nein! Du hast mir gesagt, die ist draußen, deswegen. Hol mal wieder! Ich hab noch nie einen Rage Quit gemacht und ich werde garantiert nicht heute wegen euch zwei Nasen damit anfangen. Sicher? Ah, oh, ich bin tot! Verdammt! Och, Benny, ernsthaft! Ich cheate doch, ganz entspannt, mich musst du nicht holen. Ich fand die Option mit Lumi hält das Ding nach links irgendwie vorhin besser. Warte. Lumi hilft nur, wenn ihr auch geholfen wird. Als ob ich dir nicht helfen würde. Ich kann doch nicht viel machen als Krieger. Ich bin oben. Ich warte, bis Felix hier oben ist. So. Ich bin einfach wirklich in der Lücke gesprungen. Also, bei der ich auch gerade. Och, nee, die Abkürzung. Heute gibt's kein Dota mehr. Wir spielen, glaube ich, zu lange. Ich bin schon relativ müde. Nach der Runde höre ich auf. Hier oben noch irgendwas ist? Sorry mit ihm. Hey, du wolltest doch nur mit Dota anfangen, hast du mir heute geschrieben. Ich habe gesagt, wenn ich nichts mit euch streame, fange ich garantiert nur mit Dota an, aber jetzt habe ich ja mit euch schon gestreamt. Ja, aber dann kannst du trotzdem nur mit Dota spielen. Dota. Also ob wir hier fordern, das. Nee, Gameplay. Aber ich bin echt platt, ohne Scheiß. Ich sehe nichts von der Kamera her. Oh, was? Das ist ja frech. Oh, nett, macht das immer? Das macht das immer. Schieb mich immer hier runter. Ha! Ausgeht. Ach komm schon. Ah, müssen sie das Auge hier links nochmal kaputt machen. Verzieh dich. Ja, nice. Lumi ist tot, wie immer. Was soll das Ding da oben? Oh, sorry. Alles gut. Ich hab eine Sequenz. Wie einer von Rosabels Spielen aus. Rosie, wo bist du? Isabel? Prinzessin, kommen Sie zurück! Folgen wir erst ihr. Erstmal dann nochmal Gulasch essen. Gulasch. Ich hab bei mir gesungen, ein bisschen Bolognese. So? Ich glaube, das war's jetzt mit dem Level. Ja, mein Tim. Ja. Während sie versuchten, ihr Königreich zu retten, wurden die Helden in ein Durcheinander von Intrigen und Geheimnissen gezogen.
Das kommt aber das nächste Mal nochmal, wenn wir das wieder durch Rosabels Spiegel, um dem trügerischen Schatten von Isabel zu folgen. Als sie das Portal passierten, spürten sie eine eiskalte Berührung, die ihnen bis in die Knochen fuhr. Das, was ich gerade gemacht habe, dieses... Ich danke euch, dass ihr den Kobold geschlagen habt. Jetzt gebt mir Lumi. Das geht nicht, auch wenn wir wollten. Er ist an uns gebunden. Verstehe. Wo ist deine Schwester? Arme Isabel. Ich fürchte, ihre Magie hat den Wald verflucht. Aber wenn ihr mir das Artefakt gebt, können wir den Zauber am Ende brechen. Nein, wir werden euch begleiten und euch helfen. Ich fürchte, das geht nicht. Jetzt sitzen wir fest. Na schön, was haben wir denn hier? Die Koboldhasser, eingeschlossen in unserem Verlies. Ihr kommt niemals raus. Nicht, solange ich euch lehe. Dann lasst uns außer Sicht gehen. Wir hören aber sowieso auf, oder? Ja. Aber okay. Dieses Isabel, das ist aus Konstantin, wenn ihr den Film kennt.